Hallo, hier ist Nick von der von Zodiac und ihr schaut Guitar Mania. Ciao. Nick, willkommen in Wien. Schön, euch wieder hier im Lande zu haben. Ihr habt ein neues Album im Gepäck. Ja, haben wir. Wir haben Sonic Child im Gepäck. Wir spielen jetzt auch die Songs, also ungefähr drei Viertel vom Album spielen wir jetzt live. Jeden Abend haben wir eine sehr gute Zeit. Ja, super. Es sind einige wirklich tolle Nummern drauf. Ich habe gehört, du hast auch Slide-Gitarre gespielt. Ja. Ich bin jetzt kein geborener Slide-Spieler, aber natürlich, wenn ich zu Hause sitze, dann stimme ich auch mal in Open Tunings und Was verwendest du dafür? Mach einen auf Bluesman. Was verwendest du da für ein Tuning? Ich habe zum ersten Mal auf dem Album jetzt zum ersten Mal ein E-Moll. Ist nicht so oft, glaube ich. Mhm. Aber funktioniert sehr, sehr gut. Und spielt ihr die Nummer auch live? Du spielst auch live? Allerdings, die Cowboy-Gitarre, die ich da habe, die ist leider kaputt. Irgendwas ist mit dem Tonabnehmer und somit kürzen wir etwas vom Anfang, weil das Intro, das muss eigentlich auf diese Gitarre gespielt werden, aber ich spiele sie dann mit meiner Les Paul. Und das ist deine Hauptgitarre? Genau. Also die haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Ja. Ganz normale Goldshop 57er Reissue. Stock. Wie lange spielst du sie schon? Gar nicht mehr so lange. Ich spiele jetzt anderthalb Jahre. Ich habe ganz lange Zeit, habe ich einen 79er Les Paul Custom gespielt, die aber sehr schwer war. Und wenn du jeden Abend spielst, dann das geht schon auf die Schulter. Und per Zufall bin ich auf diese Gitarre gekommen und habe sie so das erste Mal, wo ich die angespielt habe, auch ohne Verstärker angespielt und die dann direkt mitgenommen. Ja. Hast du eine zweite Backup-Gitarre jetzt live? Oder? Ja, das ist die 79er. Das ist die 79er. Die nehme ich immer mit und die spiele ich auch wohl ganz gerne, aber dann halt drei Songs und gut ist. Ja. Du hast jetzt gerade vorher die Saiten aufgezogen. Was verwendest du da für Saiten? Ich spiele 0,10, also hohe E-Saite, auf 0,52, tiefe E-Saite. Super. Ja. Lass uns doch ein bisschen über die Aufnahmen zu Sonic Child reden. Also wie lange haben die gedauert und wie lange habt ihr auch an den Songs geschrieben? Also wie ist das abgelaufen? Ja, das ging relativ zügig. Wir haben immer so zwischendurch, haben wir immer wieder gejammt und die Sachen festgehalten so ein bisschen. Ne? Wir haben im Studio, was waren wir im Studio? 3 Wochen. Mhm. Ja. Es ging alles so ziemlich ratzfatz. Also viele Songs haben wir auch im Studio fertiggestellt. Henrik Freischleider war auch da, der hat so mit an den Vocals auch so also ein bisschen mit arrangiert. Aha. Unglaublicher Typ und wir hatten eine sehr gute Zeit. Ja, wir haben Henrik interviewt auch schon heuer dieses Jahr und ihn getroffen. Also er ist unglaublicher, toller Musiker. Ja. Spitzengitarrist auch. Wie habt ihr aufgenommen? Habt ihr digital aufgenommen oder seid ihr da eher das so analog unterwegs? Das ist so ein gesunder Mix. Mhm. Das ist alt und neu. Okay. Also ich finde, so einiges von dem neuen Zeug sollte man schon einsetzen. Ne? Ja. Aber wir wollten schon relativ Vintage-mäßigen Sound. Also auch mit den Gitarren und so, da ist relativ wenig Schnickschnack. Also gerade bei mir, ich habe 3 Pedale und das war's. Was verwendest du da für Pedale? Ich spiele einen TS-9, so einen alten TS-9 Typ Screamer. Bad Horsey Wah. Und ein Visual Sound Delay. Mhm. Tipp. Und das kommt auch live zum Einsatz. Ja, genau. Ja. Also es ist genau das gleiche mit dem JCM 800er.
genau das gleich, was ich Setup. Ja, ja. Ja. Da bist du sehr puristisch unterwegs, also ja, ja. Was das betrifft. Ja, auf jeden Fall. Sehr klassisch. Der Produzent war ja auch der gleiche Produzent nach Henrik, der auch Henrik genau, produziert genau. hat. Das Martin Meinschläfer. Richtig, ja. Richtig, Meinschläfer, ja. Ja. Darf man sich die Arbeit mit ihm vorstellen? Also hat er euch da in eine Richtung auch unterstützt oder ist er mehr... Nee, nicht wirklich. Der kennt uns ja jetzt schon so etwas länger. Und da wir das letzte Album auch schon mit ihm gemacht haben und das Album davor auch, der lässt uns einfach machen, aber ist natürlich ein sehr, sehr guter Musiker und kennt uns sehr, sehr gut von unserem Potenzial. Und der arbeitet sehr, sehr schnell. Also ist kein Rumwarten und ne, ist einmal nur spielen und dann gut ist. Ja, yeah, super. So wie man sich das vorstellt. Also. Yeah, yeah. Wenn man euch stilistisch jetzt ansieht, auch in der neuen Platte, also ihr oszilliert ja da irgendwie ein bisschen zwischen Hard Rock, so à la Deep Purple, dann aber auch wieder sehr in die Blues-Richtung. Also Blues ist ganz stark bei euch. Also kannst du uns da ein bisschen über deine Einflüsse erzählen? Also, Ich persönlich, so mein ganz, ganz großer Liebling ist Stevie Ray Vaughan. Ich weiß nicht, da war ich irgendwie 16 oder so. Habe ich einmal gehört, wie er Little Wing spielt von Hendrix. Und das hat mich so ziemlich fertig gemacht. Und seitdem, ich habe alle Platten von dem. Und ja, sonst eher so gitarrenmäßig Zakk Wylde oder Dimebag Darrell. Ne, die, aber obwohl bei denen ja auch ganz, ganz viel Blues auch mit drin steckt. Ne, aber jetzt reine Blues-Spieler würde ich sagen, so Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan auf jeden Fall, ja. Weil du sagst Stevie Ray Vaughan, hast du dich ja nicht hingesetzt und was weiß ich jetzt, Little Wing rausgehört oder gelernt? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so ein Zeug, so zum Beispiel seinen Shuffle, ne? Sowas, zum Beispiel habe ich einfach stundenlang geübt, ne? So das... Ja. Hättest du da auch einen Tipp oder so, wie man sich das am besten drauf schaffen kann? Viele, die gucken halt, immer auf die linke Hand, was ja auch gut ist. Aber gerade bei ihm ist halt so, dass rechte Hand auch sehr, sehr wichtig ist, dass wenn er schlägt, jetzt um das nicht so theoretisch jetzt zu machen, aber wenn zum Beispiel ein Schlag auf dem Und ist, schlägt er von unten auch an. Der Sound, der ist einfach anders. Und somit, wenn du das so spielst, die Hand ist sehr locker. Ne? So spielt er das halt. Ne? Mhm. Und wenn er jetzt spielt, ne, spielt halt sehr, sehr große Wege und spielt sehr, sehr rhythmisch. Mhm. Ja, das merkt man auch bei deinem Spiel. Man hört und sieht, dass du dich auch sehr auf den Rhythmus konzentrierst. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Element bei euch. Auf jeden Fall. Also große Wege gehen. Ich meine, natürlich, wenn er etwas schnellere Sachen spielt oder so, dann kannst du nicht, nicht so große Wege gehen. Ne, wenn du, da kannst du nicht so riesen Dinger, ne? Da kannst du halt nicht so machen. Aber trotzdem, wenn man irgendwie einen Lick spielt, man spielt den, ne, wenn man jetzt mal von unten anfängt, dann klingt der direkt ein bisschen anders. Ne? Ne? Mhm, Hast du da einen Signature-Lick das von dir? Wo? Signature-Lick? Ein Signature-Lick, ja. Ja, wenn ich jetzt so... Also das würde ich sagen, oder zum Beispiel, ne? Pentatonisch ist das viel Eric Johnson, Zakk Wylde mäßige Sachen. Ja. Wenn man irgendwie sowas spielt, ne? So Stretch Pentatonic.
Was wäre ein Tipp also für angehende Musiker? Also wenn es einen Rat gäbe, den du jungen Musikern empfehlen würdest, die es wirklich jetzt professionell betreiben wollen, die Musik, was könntest du denen raten? Sich vielleicht was anderes zu überlegen. Nein, also, nee, also ganz viel üben, ne? Und niemals aufgeben halt. Sich Ziele setzen und versuchen, die umzusetzen. Mhm. Und halt tagtäglich immer dranbleiben. So, ne? Das ist halt voll wichtig. Mhm. Ja. Was machst du eigentlich, wenn ihr jetzt mal nicht im Studio seid oder auf Tour? Ich unterrichte, weil ich habe meine eigene Gitarrenschule. Mhm. Und also mir macht sowas mehr Spaß, als würde ich jetzt irgendwelche Jobs machen, so in Sachen so Mucke, mit denen ich überhaupt nichts irgendwie zu tun habe. So. Mhm. Das fällt mir schwer. Okay. Sagen wir so. Ja, ja, also ja. Gibt es irgendeine Band, die dir zurzeit besonders gut gefällt? Eure Labelkollegen Audrey Horn haben ja auch gerade oder sind gerade dabei, ein Album rauszubringen. Audrey Horn ist super. Die Typen auch. Ja. Also Gitarristen, Wahnsinn, wie die zusammen spielen. Wir waren ja zusammen auch auf Tour. Jetzt gerade, was gefällt mir? Schwer zu sagen, so aktuelles. Bluespilz gefällt mir sehr, also muss ich sagen, die habe ich auch kennengelernt. Ja. Super Gitarrist. Was war so das coolste Konzert, das ihr bis jetzt auf der Tour gespielt habt oder in den vergangenen Jahren? Was gibt es da irgendeine Episode, die euch da ganz besonders, wo die Stimmung einfach toll war? Ich würde sagen, das Hellfest. Ja, das war echt ein tolles Konzert. Ja. Warum? Was war da die so Stimmung, anders? Das bei die Luft hat da gebrannt. Das war echt super. Also da war 110% eine Connection zwischen das Publikum, ne, und uns. Wir geben sowieso immer alles, aber wenn das Publikum genauso mitspielt und da stehen da 2.500 Leute, dann macht das Bock. Ja. Wo soll es mit Zodiac hingehen jetzt noch in nächster Zeit? Jetzt nochmal touren? Also genau. Wir schneiden jetzt gerade ein Live-Album übrigens. Uns überlegt, wir schneiden aber die Konzerte mit. Und spielen jetzt Italien, London, spielen nochmal in Deutschland. Ja, und das ist halt für uns sehr, sehr wichtig, dass wir ständig nach vorne schauen und ständig arbeiten. Das ist so unser Motto. Ja, wir haben jetzt fast jedes Jahr Album rausgebracht. Ja. Nick, toi toi toi, alles Gute für die Tour. Okay. Und wir freuen uns schon heute aufs Konzert. Okay, danke.